Hey, hallo, aloha und willkommen zu Let's Show Resident Evil 1.5. Ihr fragt euch, da steht aber Resident Evil 2. Was ist 1.5? Gut, für die Nicht-Kenner von Resident Evil, was vermutlich auf meinem Kanal kaum einer sein wird, erwähne ich mal ganz kurz. Bevor Resident Evil 2 rauskam, gab es eine Entwicklerversion, die schon zu 80% fertig war. Die unvollendete Version wurde aber irgendwann unterbrochen und daraus wurde Resident Evil 1.5, was nie das Licht der Welt erblickt hat. Das Spiel wurde vom Konzept her nicht ganz umgeschmissen, aber einige Veränderungen waren da und daraus wurde im Endeffekt Resident Evil 2, was ihr schon als LP kennt. Jeder Resident Evil Sammler weiß, wie arschteuer die Demo-Versionen sind, die man sich damals erkaufen konnte. Ich glaube, es ging in den vierstelligen Bereich. Es gibt aber, und das haben ein andere vielleicht schon gesehen, aktuell auf YouTube Videos von Leuten, die jetzt auf einmal alle LPen. Und das liegt daran, dass ich glaube, der Typ nennt sich B-Zorg, ein kleines Team von Hackern hinter sich hat, die seit einem Jahr daran arbeiten, eine spielbare Version von 1.5 zu erstellen und auch fertig zu machen. Für die Fans. Was wir aber gerade sehen, ist eine noch nicht vollendete Beta mit ziemlich vielen Bugs. Meine Version, die ich bekommen habe, hat Milliarden Bugs. Und auch die offizielle Version von der Hauptseite läuft, zumindest bei mir, nicht wirklich flüssig. Entweder liegt es daran, dass ich keinen US-PC habe oder was auch immer. Auf jeden Fall zeige ich euch mal das, was ich euch zeigen kann. Und meine persönlichen Lieblingsbugs, also ich kann euch noch nicht viel vom Spiel zeigen, aber ich will auf jeden Fall schon mal ein bisschen was davon zeigen und jetzt mal aufhören zu labern. Und eben ein bisschen mit euch über Resident Evil 1.5 und aktuelle Resident Evil Sachen. Einfach quatschen ein bisschen. Wenn ich eine Version kriege, die sehr gut durchspielbar ist, oder wenn irgendwann B-Zorg mit seinem Team eine hundertprozentige Version zum Download bereitstellt, die fertig ist, denn die Version gibt es glaube ich schon seit 2 Wochen oder so, dann werden Chris und ich die auf jeden Fall mit euch durchzocken, aber da ihr schon gemerkt habt, dass Resident Evil 3 gerade echt schwierig ist zu LPen, weil er und ich kaum Zeit haben, dachte ich, ich will es euch nicht vorenthalten. Von daher, los geht's. Und ja, es ist eigentlich 1.5. So, die im Prinzip größte Neuerung oder Veränderung ist, dass wir zwar Leon-Kennedy kriegen, aber auch Elsa Walker. Elsa Walker ist natürlich der Claire Redfield-Ersatz, den wir auch jetzt ganz kurz mal nehmen. Und eigentlich designt als, wie gesagt, eigentliche Claire Redfield. Warum sie im Endeffekt rausgenommen wurde, war, weil man nach Resident Evil 1 einen größeren Bezug unter den Charakteren untereinander schaffen wollte. Deswegen ist Elsa Walker, die Motorradrennfahrerin, rausgeflogen und Claire Redfield als Schwester von Chris kam halt eben rein. Und ich muss jetzt mal ganz kurz, ich arbeite jetzt gerade mit Save States. Ich habe übrigens die PSX-Version, also ich habe nicht ePSXE. Falls es daran liegt, schreibt mir bitte sofort. Ja, Elsa nennen wir es mal. Ihr seht es vermutlich gerade nicht, aber ich wollte es nochmal ganz kurz, weil ich muss mit Save States arbeiten. Wenn es dann am Emulator liegt, schreibt es mir rein, wenn es bei euch besser läuft. Und wir quatschen mal eine Runde. Ich muss übrigens sagen, dass ich hier Lord Torte danken muss, der mich darauf gebracht hat und von dem ich die Version habe. Riesen Dank dafür auf jeden Fall, Bro. Aber reden wir über das Spiel. Was sofort auffällt ist, dass es sich sehr, sehr ähnlich spielt wie Resident Evil 2. Die ganzen Sachen sind da. Soweit ich weiß, sollte es ein besseres Schadensmodell geben, was aber in der Beta-Version, die ich vor mir liegen hatte, noch nicht gab. Warum immer ich jetzt das Messer zücken kann, was ich irgendwie nicht ausgewählt hatte, finde ich geil. Ich muss übrigens gerade sagen, dass ich mit dem SNES-Controller zocke, weil ich gerade keinerlei andere Möglichkeit habe. Aber ich finde es schön, mit Elsa eine Waffe zu haben. Denn, wie ihr gleich im Menü sehen werdet, habe ich keine. Wir sehen übrigens links, dass Elsa Walker auf einmal braune Haare hat. Dieses Bild ist witzigerweise, soweit ich weiß, genau das Bild, was auch später bei Resident Evil 2 eingefügt wurde. Als Pfeil haben wir, wenn ich jetzt nicht gerade rausgegangen wäre, Chris' Tagebuch. Was im Prinzip, ich glaube sogar dasselbe ist, was wir auch in Teil 2... Ich weiß es gerade gar nicht. Ist es dasselbe? Lass uns überflogen. Falls es nicht dasselbe ist, hier könnt ihr es mal durchlesen. Ihr stoppt einfach dann.
Ja, wer David Ford ist, keine Ahnung. Ja, ich will hier raus. Ich will raus! Seht ihr, da fängt es schon an. Ich komme nicht mehr raus. Also laden wir. Und genau deshalb mache ich Quick Saves. Nein, Leon will ich nicht laden. Elsa will ich laden. So. Es war übrigens in dieser Version auch angedacht, dass... Ich gehe jetzt mal hier lang. Dass jeder von den beiden jeweils ein bis zwei Partner kriegt. Ich glaube, Ada, die damals aussah wie eine Forscherin, ich werde euch ein Bild zu der ganzen Crew noch linken, war die Partnerin von Leon, die aber eigentlich da als Forscherin war. There are some words, den kauft ihr. I can't escape. Okay. Also ihr seht schon, dass das Ganze sich sehr, 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 sehr ähnelt zu Resident Evil 2. Macht auch Sinn. Und ich bin mal gespannt, was passiert, wenn das Ganze fertig ist. Hier sehen wir sehr schön das Theme, ich glaube es ist RPD1, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist das ein Theme, was auf jeden Fall schon da drin war. Vermutlich ist die Musik zu 1.5 schon fertiggestellt worden. Für Elsa, ich weiß es nicht, ich gucke mal ganz kurz in meinem Archive nach, im Resident Evil Archive. Lass mich kurz mal gucken. Im Gegensatz zu Resident Evil 2 hatte jede Figur zu Partnercharaktere und zu Ada und Sherry. Ich denke meiner Meinung nach, dass Sherry die Partnerin von Elsa / Claire ist, was sie auch natürlich im zweiten Teil geblieben ist, was auch immer gerade hier abgeht, weil die Sachen hier gegen fliegen, Hilfe. Und was ich gelesen habe, ist, dass... Ach, wie heißt der jetzt? Kondo? Nee, das will ich mal ganz kurz nachchecken. Entschuldigung, aber ich bin gerade parallel am Lesen. Kendo heißt der Typ natürlich. Der Waffenladenbesitzer eine größere Rolle hat, als im Anfang von Teil 2 einfach nur abgeschlachtet zu werden. Und diese freundlichen Zombies tun nichts. Auch wenn ich versuche, ihnen das Messer zwischen die Klöten zu rammen, aber sie liegen einfach rum und sagen, nö, fick dich, ist eine Beta, da bewege ich mich noch nicht. So, wir kamen, soweit ich weiß, aus dieser Tür hier. Wenn wir jetzt zu der Wand hier gehen, und es ist einfach nur eine Wand, ist plötzlich auch eine Tür da. Die Türen sind übrigens hier alle gleich aus. In Resident Evil 2 haben die Türen verschiedene Layouts bekommen. Und wir sind in derselben Kacktür rausgekommen, wo wir reingegangen sind. Hier hinter ist wie gesagt nur die. Gehen wir jetzt hier rein, kommen wir in dieselbe Tür wieder raus. Was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Und ein weiterer meiner Lieblingsbugs ist hier. Wenn wir jetzt dadurch kommen, kommen wir durch die Tür wieder raus. Nette verbuggte Version, muss ich sagen. Aber es ist eine Beta. Und ich weiß, was ich damit habe. Von daher... Es ist nicht das fertige Produkt. Was kann ich noch zu Resi 1.5 sagen? Es sieht, muss ich sagen, echt schön aus. Und ich frage mich, warum die manche Locations echt nicht... Seid ihr durchgekommen, Freunde? Ich habe mich auch gewundert, Leute, ohne Witz. Ich habe teilweise Demos gesehen, wo Elsa auf einmal eine Shotgun hatte und habe mich gefragt, what the fuck? Oder irgendeine einstündige Demo, wo ich mich gefragt habe, wie zum Teufel bist du jetzt hier weitergekommen? Weil ihr werdet schnell merken, ich werde nicht so super schnell super weit kommen. Denn Bugs verhindern ist, dass ich weiterkomme. Bäh. Und diesen Zombie würde ich gerne ein bisschen auf mich zukommen lassen, um nicht jetzt gebissen zu werden. Warum, erkläre ich euch gleich. Währenddessen muss ich sagen, dass ich mich auf Resident Evil Revelations total einabwichse, weil das einfach Hammer aussieht. Es ist meiner Meinung nach auf derselben Engine basierend wie Resident Evil 6. Kriegt einen Infernal Mode, der abgeil sein wird. Und es hat halt eben... ich kann ganz kurz mal ein Safe-Set machen, um euch einen anderen Glitch kurz zu zeigen. Und es hat... Was soll ich jetzt sagen? Es wirkt so wie die Leon-Kampagne am Anfang. Und zwar komplett durch das Spiel durchgehend. Und man spielt Jill. Und seinen geilen Arsch. Auf jeden Fall, schaut euch mal einen Trailer an dazu. Ist auf jeden Fall wert. Ich check mal ganz kurz die Map, aber aus der ich hundertprozentig auch nicht raus... Ich komme aus der Map raus! So. Normalerweise, und das werde ich auch bei Leon sehen, haben wir rechts die ganzen Item-Lists und... in der Mitte oben die Sachen, die wir equipped haben. Bei Elsa habe ich komischerweise gar nichts. Und wenn ich auf Item gehe, habe ich hier auch nichts zum Auswählen, was ich auswählen könnte. Ich könnte auf Standard Arms gehen. Und dann bekomme ich... Dann kann ich jeden Button drücken, den ich haben will. Das Einzige, was ich kann, ist hier durch die Sachen gehen. Da kann man auch sich mal schön... ansehen, was für Sachen hier gecodet wurden, wie zum Beispiel Granaten anscheinend. Die Karten, die es auch gibt, dann der G-Virus-Heilstoff, die Modisks, die es auch im Originalspiel gibt, Seren,
Was das ist, weiß ich nicht. Sieht für mich eher aus wie das Granatmischzeug aus 3. Die normale Munition und viele Icons sind dabei. Und ich habe das Gefühl, dass die Granaten so einzeln für den Grenade Launcher genommen wurden, die aber im Endeffekt nicht übernommen wurden. Also gemacht werden sollten, bla, ihr wisst, was ich meine. Und halt eben das Messer. Und ja, dann bin ich schon durch. Ich kann aber jetzt drücken, wie bekloppt, weil ich will. Ich kann nichts auswählen, was vermutlich auch ein Glitch meiner Version ist. Deshalb laden wir und ich zeige euch noch zwei weitere interessante Glitche in der Elsa-Version. Und danach komme ich auch nicht weiter. Und danach zocken wir ganz kurz Leon. So, ich gehe jetzt hier weiter. Und eine Cutscene mitgetriggert. Und zwar mit: Look, I'm sorry I bothered you, okay? Die Cutscene geht weiter, aber der Zombie läuft immer noch auf mich zu. Just don't come any closer. Ich habe das Gefühl, dass diese Cutscene hier ist. Are you listening? Und der Zombie begrabbelt mich einfach weiter. Weshalb ich hier gerne einen Safe State hatte. Ja, aber grabbel deinen haarigen Arsch selber. So, verpiss dich. Ich möchte ganz kurz, bevor ich in den Raum reingehe, sagen: Das kann ich auch hier machen. Wer aufgepasst hat, weiß. Wieso zum Teufel habe ich jetzt... Warte, ich muss... Das muss ich jetzt ganz kurz speichern. Ich war noch nie so weit wie gerade. Denn normalerweise hatte ich nämlich genau da einen Bug. Ich will ein Safe State machen, Leute. Ich will speichern. So weit war ich noch nicht. Elsa. Geil. Denn normalerweise hatte ich den Bug, dass hier der Stream nicht gewechselt ist. So. Wer die Worte gerade erkannt hat... Ich möchte ganz kurz nochmal am Zombie vorbei und in die Tür hier rein. Das sind die Worte, die Claire im Intro von Resident Evil 2 sagt, wenn sie in diesem Diner ist. Bam. Das war eine so geile Info, dass es Elsa gerade aus den Schuhen gehauen hat. Ich kann jetzt drücken, was ich will. Was war das denn gerade? Es gibt ein Debug-Menü? Wieso weiß ich davon nichts? How awesome is that? Ja. Was auch immer das Utility-Menü ist, ich komme nicht rein. Hier komme ich anscheinend zum Staircase, was ich gerade echt geil finde. Ich finde es geil, wie sie, wenn sie geht, gerade so einen macht auf... Oh, ich habe einen Stock im Arsch. Von daher, würde ich ganz gerne mal kurz laden, mir anschauen, was da drüben ist. Danach gehen wir hier mal mit Elsa weiter. Geil, denn bei Leon bin ich ziemlich schnell auch ziemlich an dem Punkt, wo ich sage, ja, fickt euch doch. Hammer, das ist ja geil. Die Musik kenne ich nicht. Ich finde sie Porno. Warum auch immer ich jetzt gerade so einen schwarzen Hula-Hoop-Reifen um den Bauch habe. Das ist ein sehr großes Polizeiauto, muss ich sagen. Hier gibt's nix. Ja, leck mich doch am Hintern. Soll das ein Schatten sein von oben, der immer auf mich drauf geht? Ich weiß es nicht. Guck mal. Geil. Eine schwebende Kiste. Herzlich willkommen zu Resident Evil. Ja, Glückwunsch. Genau denselben Bug hatte ich mit Leon nämlich auch, witzigerweise. Ich möchte nur mal ganz kurz gucken, ob ich hier in die Tür reinkomme. Ich merke halt, wie ich mit dem Mund fusselig rede. Ich hoffe, es ist für euch noch ertragbar. Ein Lauf, Elsa. Ja, dann geh halt nicht durch die Tür. Ich muss doch trinken, ja. Ist das geil, du. So. Wo geht's hier lang? Ich kann ja sowieso nichts sehen. Hier geht's wieder durch die Tür und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gerade... Das ist Kendo! Bleib hier, du Sack! Ich will mit dir reden. Du hast endlich mal mehr Text. Kendo, Digga, bleib hier! Ich will dir jetzt auch ganz gern runter. Kendo! Bist du tot? Kendo? Heilige Scheiße, das ist auf jeden Fall Kendo. Diese Hosenträger sind Kendo-exclusive. Aber ich glaube, dass ich jetzt zu den Treppen muss, weil ich bei den Treppen anscheinend Kendo kriege. Und das war, glaube ich, auch gerade die Cutscene, die ich hier... What the fuck? Hey, ich würde gerne durch die Leiter gehen. Natürlich, eine Türanimation. Das war sehr erfolgreich, muss ich sagen. Kann ich hier irgendwo runter? Nee. Zeit fürs Debug-Menü. Ja, herzlichen Glühstrumpf. Was zum Teufel soll mir das denn jetzt sagen? Hä? Ach, fickt euch doch, ich lade jetzt meinen Safe. Auf jeden Fall haben wir Kendo gerade irgendwie sich umbringen sehen. Oder er wollte einfach cool Fallschirm springen, aber den Fallschirm vergessen. Aber ich glaube, dass dieses Move dahin nur ist, wenn wie jetzt zum Beispiel der Charakter einfach wegglitscht. Zack. So. Düsen wir mit Elsa eine Runde runter.
Ich hab einen Stock gemacht, Stock gemacht. Ich geh einfach mal auf dem. Ja, dann lauf halt auf dem Geländer. Auch vollkommen okay. B1. Was gibt's hier? Sind das Seiten aus dem Dokument? Nee. Geht's hier noch weiter? Da, geil. Sieht aus, als würde sie manipulieren. Ich will mal ganz mal gucken, ob ich in B1 reinkomme. Was geht denn jetzt ab? Elsa? Elsa? Ich höre sie noch laufen. Ja, leck mich doch. Laden. So. Wir gehen erstmal in B1 rein. Verbuggtes Spiel. Ich wäre auch echt Porno, wenn ich meine Waffe finden würde. Falls irgendjemand eine Planung hat, lasst es mich wissen. Ja, ich bin echt froh, dass sie im Endeffekt die Türanimation, alles klar. Dass sie die Treppenanimation verändert haben. Okay. Hier komme ich definitiv nicht durch. Also, jux mir mal hier runter. Ich möchte jetzt gucken, ob ich hier durchkomme. Hier komme ich auch nicht durch. Ja, leck mich doch. Oh, hier komme ich durch. Eine Schreibmaschine! Die ich nicht benutzen kann. Ist doch scheiße. Was ist hier? Nichts. Okay. Damit habe ich im Prinzip alles ausgemerzt, was ich hätte ausmerzen können, glaube ich. Wir haben Kände runterfliegen gesehen. Also wie gesagt, das ist jetzt die Beta, die ich jetzt in den Händen habe, soweit wie ich sie spielen kann. Denn ihr seht, ich komme nicht durch, auch wenn ich den Action-Button hitte, wie eine Hure sich Shots reinwirft. Das war ein unnötiges Zitat, Andi, dankeschön. Wir müssen noch was für die schlechten Jokes hier tun. Bin ich gerade durch das Ding gelaufen? Hey, guck mal. Tschu! Wir spielen ja gerade Dishonored. Nee. Das war auf jeden Fall Resident Evil 1.5. Zumindest der Elsa-Kram. Bei Leon tut sich nicht viel. Ich kann da mal ganz kurz in Leon reinschauen. Da habe ich auch noch einen kleinen Save. Leon startet auf dem Dach. Was wir kennen. Hier sind überall Krähen. Scheißviecher. Hasse sie. Hier kommen wir natürlich nicht weiter. Ich bin schon so traurig. Und Leon kann dasselbe. Er kann drauf klettern, was gar keinen Sinn macht. Und danach hängt er hier verschlossen rum und stirbt vermutlich, weil er einfach scheiße ist. So. Was ich meine, was ich noch machen kann, ich kann hier runtergehen. Ja, dann geh mal. Scheiß GEMA, ey. Block dir nur ein blödes LSD-Video. Ich hätte im Übrigen LSD 2 und 3 auch machen, kann ich mal jetzt kurz sagen. Ebenso wie Resident Evil 3. Ja, ich weiß. Ihr glaubt es mir nicht. Ich glaube es mir selber nicht, aber wir werden es auf jeden Fall noch machen. Wenn ich die Zeit finde. Aber ich will seit Wochen schon Resident Evil 3 aufnehmen. Bin ich ganz ehrlich, wo bin ich jetzt hier gelandet? Guck mal, Raccoon City für Ameisen. Das finde ich ja nett. Brian? Brian Irons? Was geht denn bei dir ab? Wieso bist du ein Zwerg? Wieso bounced Leon dazu mit dem Kopf? Ja, jetzt geh, aha. Suck my ass, bitch. So, jetzt haben wir hier noch so ein Aktenscheißding, wo wir auch draufklettern können. Denn anscheinend spielen wir nicht Resident Evil, sondern Tomb Raider. Ach, ich freue mich, was neue Tomb Raider. Ich schon Gedankensprünge mache, wie, was weiß ich. Okay. So ein Schreibtisch hätte ich auch gerne. Düse mal raus. Ich glaube, auch hier gab es nicht mehr wirklich viel zu tun. Im Übrigen war es in dem Original Resident Evil 1.5 so, dass es anscheinend mehr überlebende Polizisten gab auch. Weil in Resident Evil 2 haben wir nur Will Smith, Brian Irons, man selber. Dann war es eigentlich schon an Polizisten, die leben. So, und hier sollten eigentlich Zombie-Arme rauskommen. Das tun sie auch. Wieso ist die Tür hier auf? Was ist denn jetzt hier los? Wieso geht das auf einmal? Also wenn ihr das Ganze auch rumprobiert, Ahnung habt davon und mir einfach sagt, ey Andi, du hast gar keine Ahnung, das liegt an deinem Scheiß-Emulator, weil du voller Drecksack bist. Und es mit dem EPSXE besser funktioniert, dann lasst es mich wissen und ich werde ihn mir besorgen. Und das Ganze dann als LP mit Let's Play Chris machen. Aber das ist auch so weit, wie ich jetzt mit Leon kommen kann. Denn hier sind alle Türen verschlossen, da habe ich alles schon tausendmal versucht. Und durch die Tür dahin kommen wir anscheinend wieder raus. Und das Debug-Menü hilft mir in dem Sinne, glaube ich, auch nicht wirklich weiter. Außer, dass dasselbe wieder passiert, dass ich...
Hab mich auch voll erschreckt, du. Ich meine, ich komme nicht ins Utilizing-Menü. Oder es ist das Utilizing-Menü, ich weiß es nicht. Der Memory Viewer bringt mir einen Scheißdreck. What the fuck? Holy shit. What the fuck? Freeze, ich habe zwar als Leon keine Munition da, warum auch immer jetzt hier. Was ist das denn für eine Waffe? Was ist das? Flamethrower, ach doch. Hier, die würde ich gerne damit kombinieren. Ha! Ich habe gerade ultra geil nachgeladen. Sind das nur Jump Controls? Ja, damit können wir uns anscheinend... Boah, sind das viele Räume. Leck mich am Arsch. Das sind ja richtig viele Räume. Vielleicht kommen wir noch mit Elsa mal weiter. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Wir können auf jeden Fall weiter zocken. Und wenn ihr mehr sehen wollt, weil dann werde ich die einzelnen... Was gehen jetzt hier ab? Also das will ich mir jetzt nur anschauen. Dann nehme ich... Wow! Ja, das ist irgendwie doof. Ja, krabbelt mal da durch. Ja, ich hab verstanden, dass jetzt da durchkommen. Leon, beweg dich. Hast du ja gerade Nase gepopelt, Junge? Ja, die kommen da durch. Ich frage mich, ob ich jetzt denselben Bug... Nee, will ich gar nicht testen. Hör mal, Leute, geh mal zum Friseur. Schrecklich. Aber das finde ich irgendwie cool. Warum haben wir die Tür so Ewigkeiten zum Laden braucht? Hä? Also ich muss sagen, wie die Sachen hier angeordnet sind, ist für mich das größte Puzzle ever. Hier wieder so eine Kiste, die ich vermutlich nicht schieben kann, sondern nur draufsteige und an den Ewigkeiten des Infernos hier oben hocke und nicht mehr runterkomme. Da war so klar. Nehmen wir doch einfach mal... Was klingt denn cool? Mirror Room. Das hört sich geiler, muss ich sagen. Ah! Den Raum kennen wir auch aus... Wenn die Kamera jetzt wechseln würde. Kamerawechsel! Na, scheiße. Ja, dann komm da raus! Da ist er ja. Ja, dann bleib halt drin. Den Raum kennen wir auch aus Resident Evil, Office B. Den Raum kennen wir auch aus Resident Evil 2. Wo der Licker da durch... Ist das Munition? Ich hab Munition gefunden! Leck mich am Zuckerli! Kann ich damit nachladen, auch wenn das Icon gerade weg ist, weil ich es gerade weggemasht habe, meine pure Awesomeness. Einen Zombie töten. Wenn hier einer wäre. Der einzige Raum, wo bei Blut ist, Munition, aber kein einziger Zombie, die absnetzeln könnte. Jetzt brauche ich welche. Ich möchte nämlich mal ganz kurz noch das kurz zeigen. Aber man kann anscheinend in der Beta Munition finden. Das finde ich geil. Yeah. Time to kill some. Door. Nee. Kann ich hier irgendwie durch? Ah, der ist draußen, der Drecksack. Was machst du denn da, Leon? Ja, dann mach halt so. Leon, du weißt, ich liebe dich, aber... Was geht jetzt bei dir ab, Alter? Hey, komm. Geh mal zu den Zombies. Wo kommst du denn jetzt her? I'm walking on sunshine. Ja, hast du gedacht, Junge. Ich würde schon gern zeigen, wie ich ihn abschnetzel. Schön, dass hier gar kein... Bist du tot? Ja, ja, komm her. Ich hab heute meine Rocket Boots an. Schieß, boah, das ist einfach mal Blut. Ja, leck mich, geil. Wie lange lebst du denn noch, Junge? So viele Kugeln habe ich nicht mehr. Stirb bitte. Jetzt nochmal aufstehst, krieg ich einen Schreikrampf. Boah, wo kommst du jetzt her? Also auf jeden Fall ein bisschen härter. Nochmal aufsteht, habe ich echt ein Problem. Ja, definitiv habe ich ein Problem. Gucken wir mal, ob er mich hier angreifen kann. Ja, so sowieso nicht. Kannst du mich hier angreifen? Ich stehe schon wieder auf. Hi, guck mal, das ist mein Bein. Willst du reinbeißen? Muss ich dagegen laufen? Guck mal, hier meine Pobacke, da kannst du dagegen laufen. Suck my cock, bitch. Suck my duck. Ich finde das süß. Guck mal, wie Leon ihn anschaut. Leon schaut ihn so an.
Ich weiß ja, dass du doof bist, dann musst du es mir so einfach machen. Anyway, das war Let's Show Resident Evil 1.5 fürs Erste. Wenn eine neue Version online ist, werde ich euch davon berichten. Wenn eine komplette Version ist, werden wir es mit Chris auf jeden Fall mal durchzocken. Ich wollte euch aber erstmal einen kurzen Eindruck davon geben, was aktuell so im Internet rumfliegt an 1.5er Version. Und wenn ihr sagt, boah, ich will die Räume sehen, ich will dich durch die Gegend fliegen sehen oder wie die beiden Zombies mich in 3000 Jahren nicht kriegen werden, da fasse ich selbst Leon den Kopf und mache einen Facepalm, schüttel auch den Kopf schon, schreibt's rein und vielleicht werde ich im nächsten oder in einem weiteren Part mal zeigen, wie die anderen Räume so aussehen. Auf jeden Fall, das war Let's Show Resident Evil 1.5, ich bin Anivania und die beiden Zombies werden jetzt erstmal weiter versuchen, mein Bein zu humpen. Ob sie es schaffen, weiß ich nicht. Vielleicht zieht sie einfach nur mein unglaublich geiler Geruch um meine Beinhaare an. Man weiß es nicht. Haltet die Ohren steif, wir sehen uns!